Und das war Home. Also Home ist Position 1. Warum nur gedrückt halten war das, ne? Ja, wir sind bei 40% bis. Wovon? Ah, da unten, genau, Gas gibt es ja. Dann resette ich hier noch mein Masterbahn-Dingens, ist diese Leuchte. Wo war das nochmal? Das war neben diesem, ja, ich weiß nicht, wie das Panel heißt hier. Mit den ganzen Lichtern, diese Checklichter da, was an und aus ist. Hier neben dem Pitch-Label. Neben dem Kollektiv meinst du? Ja, neben dem Kollektiv links da, dieses Panel mit den Lichtern, da waren hier einmal Test und Reset. Ja, genau. So, und wenn du eine Drehzahl hoch hast, dann ist eigentlich alles aus hier an Lichtern. So, und wenn er so weit ist, dann mache ich, dann war das zweimal Bild hoch, ne, zum Auto. Ja, wenn du hier Drehzahl quasi auf Governor Mode hast, dann kannst du Vollstoff geben. Ansonsten wird er jetzt hochdrehen bis, weiß ich nicht, bis in den roten Bereich rein. Also wenn du jetzt keinen Pitch drin hast oder sowas, weil dann hat er keinen Widerstand. Aber ich muss ihn doch erstmal auf diesen, da hat er jetzt noch nicht die volle Umdrehungszahl, wenn wir den hochgefahren haben. Nee, weil braucht er auch nicht. Der braucht erst mehr Power, das macht dieser Governor-Mode ja von alleine. Wenn wir Pitch geben, fährt er automatisch oder gibt er automatisch mehr Leistung. Wenn du diesen Governor-Modus ausschalten würdest, dann müsstest du das rein theoretisch selber regeln mit dem Gas. Aber brauchst du ja nicht, weil Governor-Mode hält das automatisch. Wenn du den Governor jetzt ausmachst und du bist bei Pitch auf 0, dann fährt er automatisch Drehzahl hoch, weil er dann voll Stoff gibt. Ne? Wir haben ja mit Bild auf, haben wir ja bis Maximum Gas gegeben. Also das wollte ich wissen, Bild auf muss ich ja drücken, ne? Genau, Bild auf, dann fährt er nämlich die Leistung hoch. Das meine ich, das hatte ich jetzt gerade. Pendelt sich aber irgendwo dabei bei kurz vor 70, hier so 68 oder sowas ein. Müsste man dann nicht, wenn man auf diesem Governor, auf diesem Automodus ist, dann oben am Overhead-Panel nochmal irgendwas ausschalten? War da nicht was? Habe ich noch nie gemacht. Nur Probleme hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Aber ich, ganz ehrlich, ich habe mich da auch nicht so wahnsinnig groß reingelesen oder so. Ich habe mir halt auch nur irgendwelche Startup-Tutorials oder mal eben so ein Video angeguckt und bis jetzt hat es immer ganz gut funktioniert. Was für ein ganz neu? Dieses Panel für die Shuttle Flares, also die Blumen leuchtet oder? Wo finde ich ihn? Auf der Mittelkonsole, auf der Pilotenseite, ganz hinten. Da steht Disk.punkt. Das haben wir nicht mitgebracht. Okay. War da oben, das ist ja auch neu, der war ja vorher auch noch nicht. Ja, wenn du das sagst. Also, ja. Okay, also ich bin ready. Ja, ich auch nicht. Dann mal. Hast du irgendeinen Wegpunkt oder sowas? Weil ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das hier ablese. Ich habe einen Wegpunkt drin. Mit Navigation habe ich mich in der Mühle auch noch überhaupt nicht beschäftigt. Aber wenn wir starten, direkt vor unserer Nase, sieht man dann schon den Flugzeugträger. Ja gut, dann fliegen wir halt in Gefahr. Ja.
du schon gestartet? Jo, und direkt hinter dir. Ich drehe mal kurz, weil ich sehe sonst überhaupt nichts. Mit der Mühle, wie gesagt, noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Ne? Also, ich werde nur mal ein bisschen Sicherheitsabstand halten. Ja, mach jetzt. Ich, sonst flieg einfach mal vor, weil du weißt ja sowieso, wo ich da bin. Okay. Und ich folge dann. Das kann ich ganz gut. Also folge. Ja gut, ich meine, der Hui, der ist ja nun auch im Vergleich zu den anderen Hubis, die sie jetzt haben im CS, ja schon noch irgendwie ein bisschen schwerer zu fliegen. Ja, genau, weil er halt kein Autopilot hat für die Achsen. Aber das finde ich halt gerade, wenn er gut mit seinem Skill, also sein Können, wenn er das gut trainieren kann. Du merkst es ja beim Black Shark. Das ist ja total easy, dadurch, dass er eben diese zwei Hauptpunkte hat, legt sich also dieser Drehmoment quasi komplett aus, und wenn du den startest, der haut ja nicht ab nach links oder rechts oder sonst wo, du bist dann quasi automatisch im Schwebeflug, also das ist total easy. Und hier bei den Hügeln ist das echt schon krass. Jo, aber trotzdem schöne Hubschrauber. Ja, finde ich auch. Also ich stehe ja total auf das Ding hier. In Europa fliegen sie auch öfters mal, fliegen sie auch öfters mal über einen rüber so. Jetzt on los. Ich glaube, wir haben noch ungefähr 9 Meilen vor uns. Da siehst du schon den Flugzeugträger. Ja, okay. Wie sieht das bei dir aus über Transition in den Hoverflug? Hast du das unter Kontrolle? Welche Werte hältst du da ein? Ich gucke einfach nur, dass ich das ja, also ich sehe eigentlich nur zu, dass er nicht durchsagt. Ja, genau, aber achtest du dabei auf deine Instrumente oder machst du das quasi nach dem Flug? Eigentlich nur, also wenn gucke ich nur aufs Variometer. Ja. Über Null halten oder kann man sich schon eine Segelgeschwindigkeit erlauben? Nee, ist schon besser. Also, wenn du musst auf jeden Fall irgendwann, musst du ihm ordentlich mal einen Pitch geben, damit er nicht durchsagt bei dir. Ne? An einem gewissen Punkt, wenn er das nicht kriegt und er zu schnell abfällt, dann kommst du halt erstmal wieder nicht mehr aus diesem hier Vortex raus oder wie das Zeug heißt. Da ist die Mii auch wieder ein bisschen unempfindlicher, ne, was das angeht. Ja, stimmt. Aber die Mii sagt mir halt so vom Cockpit nichts dazu. Der Heli erschlägt einen einfach mit Schaltern. Das ist schrecklich. Wobei es ganz praktisch ist, wenn man da so einen englischen Cockpit-Mod drauf hat, aber mit dem original russischen nehme ich da recht, da ist es ein Grausam, wenn du da die englischen Zeichen hast, hilft das schon sehr viel.
mit der Mühle? Darfst du nicht noch, dann zerlegst du dich noch runter. Also ich hab's versucht, ja. Aber ich merke gerade, also mit der Trimmung geht wirklich ganz gut. Ich habe gerade die nicht am Pitch und nicht, also nicht am Kollektiv und nicht am Steuerknüppel und das geht trotzdem so geradeaus. Also das ist nicht schon egal. Ja, also hier bei den Hibis. Ich hatte mir jetzt, bevor ich reingegangen bin, habe ich mir diese S-Sound nochmal 50% runtergefahren. Also das hört sich immer schön ruhig an. Das, vorhin hatte ich das einmal, wie gesagt, bemerkt. Da war ich auch in der Jury und dann kam irgendwer im Teamspeak-Channel und hat irgendwas gesagt. Ich habe einfach mal kein Wort verstanden. Obwohl das ja manchmal was Gutes macht. Ja, gut. Schon blöd, wenn da jemand Hallo sagt, dann kannst du nichts zurück grüßen oder was auch immer mal hören, wer da überhaupt kommt. Ich hab dich jetzt aber gerade, du bist gerade nicht unter mir. Ja, du bist gerade durch mein linkes Fußfenster geflogen, aber bist du nicht. Ich kann ja mal ein bisschen runtergehen, ne? Fische aufschneiden. Die Angler beschweren sich dann immer nur. Das macht nichts. Ah, das sieht schon schick aus. Wenn man mit der Kiste abschmiert, brauchst du den Startup nicht so lange. Nein, nee, das stimmt schon. Wie gesagt, wir sind ja wirklich nur so 2-3 Knöpfe, die tatsächlich für den Turbinenstart wichtig sind. So, erstmal auf den Flugzeugträger. Ja. Ich bin rechts unter dir. Also ein bisschen abgesagt. Weil der. Ich hab meinen Kuchenblut im Weg. Ich hätte einmal so ein Video gesehen online, das sah ganz witzig aus, das sind sie irgendwie mit 8 Juis oder so auf der Küste zurückgeflogen, so in der Formation, die immer das Moment war. Ja, genau. Das Video selber fand ich jetzt so von der Machart nicht so wahnsinnig gut, aber so die eine Szene war ganz cool. Jetzt habe ich dich gerade wieder, darf ich sie wieder? Fahrt sehr weit. Also das ist nicht blöd, wenn ich links ausgucke, dann habe ich immer viel im Weg, so Instrumente, Flugpilot. So, dann wollen wir mal das Bild rausnehmen.
mal gucken, was für uns, aber es sieht noch alles heil aus. So, können wir zurücksetzen. Oh, sehr schön. Ich bin im Juli viel geflogen in letzter Zeit, wenn es halt Spaß macht. So, bisschen rumcruisen und so. Nee, das ist natürlich, jetzt kann ich das gar nicht wieder auf meinen Joystick schieben, da ich keine Ahnung vom Flug habe, weil du hast ja den gleichen. Wie alt ist deiner? Dein X52? Keine Ahnung. 6, 7 Jahre. Das ist auch schon sehr lange her eigentlich. Wenn er nicht sogar noch älter ist, ich weiß es nicht. Ich habe mir den gekauft, da kam der gerade raus. Weiß aber nicht mehr, wann das war. Ich will auch ein bisschen verdrängen, dass das schon so viele Jahre dazwischen liegen. Und so. Ja, dann hast du drüben noch einen kleinen Dampfer hin oder was? Ja, genau. Der ist dann ein bisschen anspruchsvoller. Du versinkst hier aber auch irgendwie gerade in Flugzeughöhe. Du stehst oben auf dem Deck, ne? Ja. Ja, du warst gerade so bis zum Fenster im Flugzeugträger drin. Vielleicht war das, was bei mir so einen komischen Krach gemacht hat. Aber das ist ja doch noch ein bisschen Luft gewesen.
täuscht immer, wenn du die Wand vor dir siehst, ne, dann merkst du immer nicht so, ah. Aber auch sehr sauber reingeschliffen. Ist nichts zu meckern. Schade nur, dass die nicht irgendwie befestigt werden können. Also wenn du ein Boot hast, was sich, oder ein Schiff hast, was sich bewegt, oder wenn du Wellen da reinstellst, dann kannst du das schon gegen deinen Rucksack automatisch gegen diese Wand. Und draußen die rote Blätter, dann ist es schade. Ja, das stimmt. Ich mir doch sonst gut groß hinsetzen wollte. Wie gesagt, 108 schafft er. Dann fängt er schon wieder an zu schütteln. Oder ich glaube, ab 100 fängt er dann schon wieder an zu schütteln. Also, das kommt schon wirklich. Das sieht cool aus, auch wenn das Wasser unten so aufgebürgelt wird. Ja, ist gar nicht so scheiße, wenn man mal ein bisschen spielt, oder nicht? Wie kann ich denn jetzt eigentlich, kann ich die Kamera auf dich aufschalten? Ja, und zwar auf zwei Außenansichten und dann einfach nochmal drücken. Und dann bist du bei mir. Steuerung Z zweimal drückst, dann verschwindet auch dieser hässliche Balken mit dem. Die habe ich schon weg, ja. Das sieht echt blöd aus. Das Geile ist ja, mit der Mi 8 kannst du ja sogar Wasserlandung machen. Das wusste ich, gar nicht. Ja, das Video hatte ich glaube ich gesehen, aber das war mir echt neu. Also hätte ich nicht gedacht, dass du die absetzen kannst. Ist, wenn sobald ich in so einen kritischen Flugbereich reinkomme und die anfängt zu extrem zu vibrieren, egal in welchem Flugzustand, wenn ich aber die Trimmung aktiviere, ist das total ruhig. Aha, okay. Fliegerischen Talenten, die ich hier nicht an den Tag nehme. Ja, soll ich mal Platz frei machen? Nee, das kriege ich heute nicht in der Haut, nicht mehr am Boden. Okay. Dann können wir Richtung Base mal zurück in die Tiefe über die Wellen schippern, oder? Ja, das kann ich machen. Du meintest ja, im Internet kann man sich das auch irgendwie noch anschauen. Was kann man sich im Internet anschauen? Hinterher kann man sich das dann auch irgendwie noch anschauen. Aber du meintest, Replay wird ja gespeichert, ja. Oder? Genau, schon kann ich dann sagen, wird gespeichert werden. Okay, gehen wir mal runter.
Hab ich dich gerade verloren? Sehr weit unten. Warum geht es schon mit dieser? Wir gerade die Null durchbrechen. Ja, links hat auf der linken Seite sitzt er mir voll im Weg. Ne? Genau auf deiner 10 Uhr Level. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, jetzt sehe ich dich wieder. Also, visual oder so. Ja, visual. Dann bleibe ich mal besser hinter dir, weil dann habe ich dich ja wirklich immer im Blick. Das zeigt irgendwas unter Null an. Das finde ich ja ganz interessant. Muss ich langsamer gehen, oder? Ne? Das ist halt langsamer gehen, muss mit 60 irgendwie. Ja gut, viel kommt da nicht mehr, ne? Also so bei 80, 90 oder sowas und bei 100 schüttelt er sich dann schon wieder durch. Also Nachbrenner gibt es hier dann auch nicht. Hier ist ja gut. Ja, dann kannst du ja halt auch auf die verschiedenen Flugphasen dann eben eintreten, dann hast du halt dann deutlich auch ganz entspannt mal frei stehen. Ja, das werde ich dann auch mit dem Flugzeug machen. Also jetzt. Ja, merkwürdig schnell aus. Das ist so schlimm. Das hat wirklich gerade Platsch gemacht, ja? Ja, das hat gerade Platsch gemacht. Okay. Dafür, das ist die Tiefenunschärfe, die das so schön schnell aussehen lässt. Dann war es wahrscheinlich doch meine Flughöhe. Ja, also das ist die Tiefenunschärfe unter dem Meeresspiegel, denn dann. Dann müsste ich ja jetzt eigentlich deine Crew werden. Ja, fände ich auf jeden Fall fair. Also ich meine, die paar Kilometer schwimmen, finde ich das auch nicht so tragisch. Boah, ich fand eine richtig geile Aufnahme. Was denn? Hab ich in der, muss ich dir mal zeigen, ich lade es ja als Video hoch. Das hat dich gerade so mit Tiefen und Schärfe über dem Wasser, was er so richtig geil reflektiert. Und im Hintergrund die Sonne, die fand hammergeil aus. Ja, das würde ich wirklich gern sehen. Ah, ich freue mich schon auf den Wader. Also da kommt dann auch noch was, oder? Naja, ist dann auch nochmal ein anderes Terrain, wie wir hergesehen haben. Ich kann ja nochmal versuchen,
Gibt's nicht mehr, ist sehr begehrt im Moment. Wollte ich auch nochmal kaufen, aber kommst du nicht mehr bei einem Aufsatz. Oder ich habe nichts gefunden, da zumindest. So. Machst du jetzt Punktlandung oder? Ja, mal gucken, was ich. Ich muss mal gucken, ob ich das von vorhin nochmal wiederholt kriege. Weil dann Teil wäre genau so eine Parkfläche, da wo wir vorhin gestartet sind. Das sind ja diese farbigen Parkmarkierungen. Landung oder was? Ja, oder wo wolltest du jetzt hin oder was wolltest du jetzt machen? Nee, ich wollte ganz gern, wenn da du ja jetzt sowieso schon eingeschlagen bist, wollte ich ganz gerne nochmal eine Autoroute versuchen. Ja, klar, mach. Weil vorhin hat die so schön geklappt, wenn das jetzt nochmal funktioniert, dann. Da könnte ich mir fast schon einbilden, dass ich das jetzt verstanden habe. Okay. Was machst du bei der Autorotation genau? Ich kappe halt Treibstoffzufuhr, also Turbine komplett gut. Macht man real natürlich nicht. Aber hier ist das ja nicht so tragisch. Dann gehe ich halt mit dem, sobald die Turbine aussetzt, gehe ich mit dem Pitch runter. Versucht den erstmal wieder in eine stabile Fluglage zu bekommen und du musst halt zusehen, dass du hörst das halt auch, dass die Rotor-Drehzahl nicht einbricht. Wenn die dann zu sehr einbricht, dann fällst du den Stein. Du musst den schöner am Leben halten, am Drehzahl. Tower reinspringen. Hast du bei der Mii auch irgendwie schon mal das Heck weggerissen? Ja, bestimmt. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich die geflogen bin, aber es wäre ein Wunder, wenn mir das nicht passiert wäre. So, ich sehe dich jetzt gerade gar nicht. Ah, da, okay. Stelle ich mich mal hier unten hin. Sag mal, ist das ein neuer Tower hier auf Batumi? Den kenne ich ja noch gar nicht. Ich war hier auch schon länger nicht mehr. Das sieht ja schick aus. Ich muss mich gleich mal reinsetzen. Einen auf Controller machen. So, dann gucke ich natürlich genau in die Sonne. Okay, ich sehe dich. Ja, einen kleinen Moment brauche ich noch. Na klar. Wenn wir uns den Zeitpunkt des Ausfalls schon aussuchen dürfen, dann. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich hier nicht so eine Schilka mit Combined Arms reingebaut habe. Dann hätte ich jetzt noch ein bisschen Spaß am Boden. Mit dir da oben. Super. Ja, mit meinem ultrawendigen und schnellen Kampfdegen wäre jetzt da keine Chance. So, du bereitest dich jetzt gerade noch mental auf deine Autorotation vor. Nö, ich warte eigentlich nur auf, bis ich die richtige Position habe, dass das eventuell was werden könnte. Angebracht, oder täusche ich mich? Genau. Ja. Das ist ja auch manchmal
jetzt geht's gleich los. Also ich wollte jetzt nochmal eindrehen, weil Kurvenfliegen ist in der Autorot auch immer so ein bisschen. Ja. Da verlierst du halt arg an Höhe. Das geht zwar, aber dann verlierst du halt auch einfach viel. So, also von unten sehe ich dich gerade nicht. Ja. So, ich bin jetzt dann. Mal raus. Ich schalte jetzt aus. Ja, okay. Sehr, sehr, sehr knapp. Wenn du vorher ein bisschen hochziehst, oder machst du das wirklich? Kann ich nicht, kann ich nicht. Okay. Also ich muss gleich die Nase hochnehmen, damit die Drehzahl noch mal ein bisschen aufbaut, aber dann habe ich auch nicht mehr viel Zeit, weil dann sagt er auch bald durch. Was kostet ein Hauptrotor? Das bezahlen wir doch aus der Kaffeekasse. Was für ein Zaun? Ich sehe hier gar nichts. Achso, direkt vor dir ist ein Zaun. Achso, dann ist das wohl auch der Grund, warum mir der Rotor weggeflogen ist. Also optisch von außen hast du den noch nicht berührt. Du bist ein bisschen hart aufgesetzt, aber... Okay. Egal, die Leute leben noch, ist alles schön. Jo,